299.900 Euro. Komm mal zu mir auf die linke Seite bitte, dann können wir den Star mal wirklich zeigen. Es ist der Morelo Alkoven Palace und er ist gerade mal eingefahren. Er hat wie viele Kilometer? Ja, es sind so roundabout 10.000, also da ist das Beste noch bei weitem nicht von ab. Ihr seid autorisierter Morelo-Vertragspartner, habt eine Vermietung und habt ihn einige wenige Mal vermietet. Oft geht das an Kunden, die ein Kaufinteresse haben und das Ganze mal ausprobieren möchten. Stell dich mal kurz vor, du bist der? Ich bin der Christian und ich bin der Geschäftsführer bei Fair Egon Welz zusammen mit dem Matthias Welz. Und ja, so betreiben wir hier gemeinsam den Caravanhandel und auch die Reisemobilvermietung. Und in unserer Reisemobilvermietung haben wir natürlich auch das Thema Morelo mit auf, also sprich Luxusreisemobilvermietung. Und Sven, genau wie du es gerade gesagt hast, wir haben das Thema Luxusreisemobile in der Vermietung, da wir viele Kunden haben, die sagen, Mensch, ich würde es gerne mal ausprobieren, bevor ich jetzt aber ganz viel Geld auf den Tisch lege, würde ich es gerne mal testen. Dafür, ja, die Reisemobilvermietung, hier funktioniert es vielleicht etwas anders als bei einer Pkw-Vermietung. Also dementsprechend sind die Fahrzeuge auch vom Zustand, ja, muss man ganz klar sagen, auch neuwertig. Ja. Das ist so, die Leute, ihr kennt die Leute, das ist nicht so heute so, morgen so, sondern oft sind typische Mietdauern ein, zwei Wochen. Manchmal auch 4 Wochen, ganz genau. Und die Kunden fahren dann auch eine Strecke von 2000 Kilometer am Stück mit so einem Fahrzeug, um das einfach mal für sich zu testen. Also ja. Absolut. Ja, es gibt einige Ausschlüsse. Bei euch sind Tiere erlaubt. Das ist so, wir werden gleich mal reingehen. Ich habe eine ganz empfindliche Nase. Ich rieche Nikotin und ich rieche Tiere. Ich habe nämlich selber 3 Hunde. Und wenn du jetzt mal eine Woche weg bist, so wie ich das bin, dann rieche ich alles. Ich habe noch nicht die Nase reingehalten. Wie riecht der denn? Du warst eben drin. Ja, ich kann es dir sagen, der riecht überhaupt nicht. Das ist ein ganz wichtiges Punkt, denn wenn wir Fahrzeuge für Hunde vermieten, dann haben wir extra ein Fahrzeug mit einem Hundekäfig, wenn man so will. Dort ist hinten in der Heckgarage eine Halterung eingebaut, wo der Hund quasi dann mit rein kann. Also da achten wir natürlich schon deutlich drauf. Also man kann bei uns ein Reisemobil mieten mit Hund, aber dementsprechend sind das dann gesonderte Fahrzeuge. So, der ist nicht aufbereitet. Wenn der Kunde den kriegt, dann kriegt er den aufbereitet. Ja, da wird er niegelnagel gewinselt und allen drum und dran. Ich freue mich immer, wenn ich ein aufbereitetes Fahrzeug kriege. So wird er nie wieder aussehen. Denn die Aufbereiter, das sind eigentlich Künstler. Die machen das Auto wieder so, als ob es gerade rausgerollt wäre, oder? Der sieht danach wieder aus wie Laden neu, ganz klar. Das ist ja jetzt heute Überfallkommando. Wir schauen uns das Auto einfach an und also, ja. Also nicht wundern, da sind noch Regenstreifen drauf und so weiter. Baujahr von dem, wann wurde der zugelassen das erste Mal? Den haben wir zugelassen Juli 22. Okay, also gerade mal etwas über ein halbes Jahr jetzt, ganz leicht über ein halbes Jahr? Ja, genau. Also sagen wir mal, wenn der Wagen vielleicht abfließt, ist er ein Jahr alt, roundabout. Und wann darf der neue Besitzer den denn übernehmen? Nach Rücksprache mit uns. Wir schauen immer, wie sind die Mieten, wenn natürlich jemand nochmal genau das Fahrzeug haben will. Also deswegen würde ich ihn einfach mal anteasern mit 12.000 Kilometern roundabout. Aber ja, da kommt es jetzt drauf an, wer schneller, der Mieter oder der Käufer. Und dementsprechend würden wir dort eine Lösung für finden. Die Umsatzsteuer ausweisbar ist möglich? Selbstverständlich, ja. Also wenn ich ihn gewerblich nutzen will, machen ja immer mehr Leute. Gerade das Fahrzeug hier ist ein besonders tolles Gewerbefahrzeug, weil man nämlich 2 getrennte Schlafplätze hat. Hier kann nämlich ein ganzes Montageteam oder auch 2 Leute, die nicht miteinander kuscheln wollen, wunderbar benachten. Der eine vorne, nämlich der andere hinten. Ganz genau, so sieht es aus. Also das Auto bietet eine komplette räumliche Trennung, aber auch, wofür ich das Auto auch super finde, wenn ich zum Beispiel Kinder mit an Bord habe, bekomme ich auch noch mal etwas Ruhe mit an Bord mit einem Alkovenfahrzeug. Und das schauen wir uns einfach gleich im Innenraum mal an. Morelo, das Ganze wird in Franken gebaut, ist ein Produkt aus deutscher Fertigung, komplett made in Germany, bis auf das Fahrgestell. Das Fahrgestell kommt aus Italien, ist vom Hersteller Iveco. Und Iveco ist einer, oder wenn nicht der größte Reisemobilhersteller der Welt an den Chassis, weil die bauen nämlich den Fiat Ducato unter anderem im Konzern. So sieht es aus und das sind auch alles sehr gute Konzepte, die wir dort haben. Und die Fahrzeuge laufen auch tadellos, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist ja mal eine kleine Tür. Stell dich mal gerade daneben, dass man mal sieht. Eine kleine Tür. Eine kleine Tür, die ist so groß wie du, da kannst du ganz rein und das wirst du jetzt auch mal tun. Wie geht die auf? Einmal drücken. Hast du sie aktiviert? Wir öffnen die Tür, wenn wir 3 Sekunden drücken, aber die Aktivierung ist gerade nicht eingeschaltet. Genau, die wird nämlich deaktiviert.
Er macht das mal gerade, hat die andere Seite auf. Also ich habe zweimal die Klappe, gleiche Klappengröße, also eine XL-Klappe hier auf jeder Seite. Muss man ganz klar sagen, wir haben eine komplette, ja, durchladbare Heckgarage, wo wir dementsprechend super viel Platz drin haben. Wir haben jetzt hier aus der Vermietung einfach noch einen Fahrradträger drin und unser Vermietzubehör, aber ansonsten sieht man ganz klar. Das könnte ich kaufen, den Fahrradträger? Den Fahrradträger könntest du kaufen, überhaupt gar kein Thema. Was kostet der ungefähr? So roundabout 500 Euro. Okay, der ist ruckzuck wieder entfernbar. Das ist ein quasi rein raus, oder? Du musst hier oben einfach das Ganze lösen und dann kannst du das Ganze, ja, also wird nur verspannt durch die Decke und ansonsten ist der Fahrradträger sofort entnehmbar. Ich kann auch hier ein Motorrad reinstellen von der Größe, E-Bikes. Manch einer, der vielleicht ein kleines Quad hat, muss man schauen. Wir müssen immer auf die Hecklasten achten, dass es ja auch dementsprechend vom Ladungszustand passt. Aber ja, Platz bietet die Garage en masse. Wir haben hier noch Staufächer mit an Bord. Wir haben den dementsprechenden 3000 Watt Wechselrichter an Bord, sodass wir also autark sind und habe immer 230 Volt an Bord und das auch für den Haartrockner, wenn es sein soll. Also das ist ein Haus auf Rädern. Das heißt, wir haben eine Warmwasserheizung. Wir haben alles beheizt. Der Doppelboden beinhaltet alle Elemente. Hier gibt es nichts, was irgendwie unbeheizt unterm Boden ist. Es sei denn, es ist der Gastank. Der muss ja draußen sein, so was da ist. Aber das Ding ist eine Zaubermaschine. Ich habe heute, nämlich just heute, die Kaffeemaschine laufen gehabt und die Mikrowelle. Zusammen liefen 160 Ampere und das war Kindergeburtstag. Das hat er eben mal weggemacht. Also 3 kW Dauerleistung kann der und darüber hinaus in der Spitzenleistung sogar noch ein bisschen mehr. Büttner hat da was Tolles gebaut, oder? Büttner ist ein starker und verlässiger Partner, einfach dabei auch. Und Büttner wird in vielen Reisemobilen verbaut, ist also wirklich ein vernünftiges Produkt. Und das zeichnet auch einfach wieder, glaube ich, den Morelo aus, dass wir hier eine Top-Produktqualität haben. Ja. So, 250 Kilo, hier kann ich also mehr als einen Roller reinmachen. Ich bin sehr breit. Ich denke mal, 4 E-Bikes sollten kein Problem sein, wenn man sich ganz nach links nimmt, den Lenker quer macht, 2 E-Bikes ohne Lenker quer machen geht. Nämlich eins vorne, eins hinten mit dem Lenker und dann kriegst du die locker rein. Ja, also 2 E-Bikes, überhaupt gar kein Thema, die kriege ich auch nebeneinander, ohne dass ich den Lenker verstelle. Ich habe es bei mir, dass ich die Fahrräder einfach versetzt reinschiebe, man kann das verstellen, aber man kriegt hier auch 4 E-Bikes rein, überhaupt gar kein Thema. Der Ständer ist toll, der ist wirklich klasse. Der ist super klasse, vor allen Dingen bietet er eine hohe Flexibilität und ich bin nicht daran gekoppelt, ein festes oder starres System zu haben, weil ich kann ihn wirklich innerhalb von 10 Minuten ausbauen oder man nimmt löst zweimal die Schrauben an der senkrechten Traverse, schiebt es runter und das ist ratzfatz gemacht. Du kannst aber schon verstehen, wenn jetzt einer drunter schreibt, 500 Euro für 5 Stangen, aber es ist mehr als das. Es ist die Konstruktion an sich, oder? Es ist die Konstruktion, es ist die Flexibilität und klar, man kann das versuchen, aus Knete nachzubauen, das wird aber nicht funktionieren in der Form. Es ist wirklich gut durchdacht. Ja, gibt eine Alternative übrigens, die ganz toll ist. Du kannst den ganz normalen Radträger holen, ja, kannst den abschrauben und kannst den anschließend hier unten reinschrauben. Das geht auch, aber dann hast du Löcher drin. Und das ist immer starr mit dem Auto verbunden. Und wenn ich jetzt doch sage, Mensch, ich will die Fahrräder raushaben und will vielleicht das Kajak oder... 2 Minuten ist das Ding raus. Ja, ganz genau. Also die Flexibilität ist einfach hier höher. Sehr schön. Also das hat immer einen Grund. Ihr müsst es ja auch nicht kaufen. Wir haben eine Marktwirtschaft in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass drin steht, gehen Sie nicht über los, kaufen Sie diesen Radträger. Ja, ist ja freiwillig. Und wenn ihr den im Programm habt, das hat seinen Sinn. Alde, das ist der Hersteller von dem Heizsystem. Seid ihr eigentlich zufrieden mit dem Service bei Alde? Ja, also serviceseitig haben wir auch einen guten Draht zu Alde. Das klappt auch. Und Mach mal auf, bitte. Da kann man das sehen. Hier sind 2 Dinge in einem. Genau, also wir haben hier unten einmal unseren Technikraum, so will ich es mal nennen. Was haben wir hier mit verbaut? Wir haben einmal die Warmwasserheizung von Alde mit der Umwälzpumpe. Das Ganze wird auch durch den Fußboden gepumpt, dass ich also quasi eine Fußbodenerwärmung komplett mit an Bord habe und auch nicht friere. Wobei, frieren tut man in so einem Auto sowieso nicht. Aber für diejenigen, die sehr fröstelig sind, die Füße werden muckelig warm, wenn man das gerne möchte. Die kann man aber auch, wenn man möchte, wegschalten für die Fußbodenerwärmung. Dann haben wir die Wasserpumpe, die dauerhaft immer einen Druck aufbaut, ganz genau. Und sobald er abfällt, erst nachpumpt. Dadurch haben wir natürlich das Wasservergnügen eigentlich wie zu Hause aus der Leitung. Und wir haben hier nochmal die Außendusche mit an Bord, wo ich dementsprechend auch nochmal, ja, mich duschen kann.
oder etwas abspülen kann. Da ist jetzt der Schalter nicht an, das ist der Grund. Ja, ganz genau. Es gibt zwei Dinge, und zwar gibt es einen Sicherheitsmechanismus. Würde man nämlich nur diesen einen Taster machen, würde der tropfen. Das weiß ich aus der Praxis. Deswegen hat man zusätzlich noch ein Mischventil und kann sogar warmes Wasser rausbringen. Warmes Wasser, kaltes Wasser, wie zu Hause, ganz genau. Wir haben ja jetzt hier kein Wasser mit an Bord, da die Fahrzeuge jetzt gerade nicht unterwegs sind. Und um Frostschäden vorzubeugen, sind die Fahrzeuge leer. Er hat die Jumbo Radkappen mit dabei und die habe ich mir immer bestellt seitdem, weil wir haben hier eine Mischbereifung. Wir haben hinten eine sehr, sehr breite Achse, die drauf ist, und vorne haben wir die Originalachse von dem Iveco Fahrerhaus. Und das ist, viele Leute sagen, naja, das ist mir vielleicht ein bisschen zu klein, aber auch ganz viele sagen, ich liebe genau das. Ich habe eine Abtrennung Reisen, wenn ich fahre, habe ich mein Fahrerhaus. Wenn ich wohne, bin ich komplett abgetrennt. Sogar die Wärmebrücken, die das Fahrerhaus produziert, gibt es hier nicht. Genau, also wir haben wirklich das getrennt, Wohnraum und Fahrerhaus, und können dadurch natürlich auch nochmal ein anderes Wohnfeeling erzeugen, finde ich. Wenn man drin ist, es wirkt nochmal anders, aber das werden wir euch gleich mal zeigen. Es ist so ein bisschen mehr Apartment-mäßig. Na, gerade mal öffnest, wir zeigen uns, zeigen euch gleich auch nochmal das Thema Beladung. Wir haben einen doppelten Ladeboden, den ich auch zum Beladen von gut nehmen kann, das ich gerne mitnehmen möchte. Ja, hier sieht man Iveco-Fahrerassistenzsysteme wie im Pkw. Wie im Pkw. Wir haben auch zusätzlich noch mit an Bord den Schwingensitz, der also komplett gefedert ist, wo ich das Körpergewicht einstellen kann, auch für lange Reisen. Das ist absolut super. Wir haben hier die High-Active-Sitze, wo ich dementsprechend nochmal die Lordosenunterstützung habe, oder ich kann auch vorn den Sitz nochmal separat anheben, also so wie man das auch aus dem Pkw kennt. Sitzheizung ist ja auch mit verbaut. Das Multifunktions-Lederlenkrad ist mit an Bord für einen guten Grip. Das ist übrigens ein Fahrzeug, was die Deutsche Post AG verwendet für wirklich Einsätze. Da werden wirklich im Schnellverkehr irgendwelche Medikamente durch Deutschland transportiert. Also das Fahrzeug hier hat eine Laufleistung mit dem 3-Liter-Motor von locker, sage ich mal, 300.000, 400.000, 500.000 Kilometer. Die erreichen die meisten ja nicht. Oft sind die ja nach 10 Jahren, haben die 100.000 drauf. Und was man auch nicht vergessen darf bei dem Ganzen, dass die Fahrzeuge, ich glaube gerade so Paketdienste, die Autos werden ganz anders rangenommen als ein Reisemobil, was auf der Autobahn. Dafür sind sie gebaut, oder? Ja, mit 100 Volt und ja, das hat eigentlich nicht viel auszustehen. So, jetzt hat man die Automatik hier drin. Das ist eine Wandlerautomatik von ZF. Ganz genau, 8-Gang-Getriebe, dadurch super untersetzt. Und da hat man nie das Gefühl, dass das Auto zu wenig Power hat. Oder, also wir haben ja über 200 PS hier. Und das ist gut motorisiert und damit kommt man auch zügig vorwärts. So, 299.900 Euro. Dafür bekomme ich einen Innenraum, der ist so groß, das werden wir gleich mal sehen, weil gefühlt, wenn man von vorne nach hinten blickt, nimmt dieses Reisemobil gar kein Ende. Das macht der Alkoven. Und die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Ich bin ganz großer Alkoven-Fan. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich nicht umbauen will. Ich habe keine Lust, irgendwas zu modifizieren. Und wenn ich auf den Campingplatz komme, ich mache sowieso alles zu. Weißt, ich brauche nicht diesen Panorama-Effekt. Ich will da ein bisschen meine Ruhe haben. Es gibt die Leute, weißt du selber, aus den Niederlanden, da darf man ins Wohnzimmer gucken. Der Deutsche ist da ein bisschen anders oft. Der Deutsche ist da oft anders, aber genau wie du sagst, der Panoramablick, der ist jetzt hier nicht mit an Bord. Den können wir auch nicht herzaubern, aber wir haben natürlich dementsprechend auch den Vorteil, wenn wir in heißen Ländern sind, es scheint auch nicht so viel Sonne durch die große Windschutzscheibe. Auch das ist ja immer eine Aufheizung des Fahrzeugs. Ich habe eine eingebaute Sonnenblende. Guck mal, das ist gerade im Süden, wenn die Sonne steil steht. Auch das, ich habe eine eingebaute Sonnenblende, das muss man ganz klar sagen. Es ist einfach insgesamt wohnlich. Auch bei schlechtem Wetter finde ich den Alkoven innen drin sehr heimelig. Aber das gucken wir uns mal an. Ja, das ganze Anbauen hier sind extra GFK-Teile entwickelt worden. Das ist so perfekt gelöst bei Morello. Also ich weiß schon, der erste Prototyp, den wir gefilmt haben, der hatte schon diese Qualität. Das war ab der Stufe 0 war das so gut. Und das ist der Boden. Wir sind ja hier im Palace-Bereich. Das heißt, wir haben einen richtig großen und hohen Doppelboden. Ja, also da geht, glaube ich, jedem das Camperherz aus. Wir haben vor allen Dingen einen durchgehenden Boden, sodass ich, wenn ich möchte, dementsprechend links einladen, rechts ausladen kann. Du magst mal gerne nach drüben gehen einmal. Ich öffne mal drüben. Ja, dass ich dich mal filme. Denn im Moment sieht man es noch nicht, wenn ihr jetzt nach drüben geht. Ich komm mal gleich mal zu dir rüber, dass man das mal sieht. Hier hat man übrigens nochmal die Verstärkung. Das hat was damit zu tun, dass hier Leute sitzen, Gurtböcke und so weiter festgemacht sind. Bleib mal gerade da, wo du bist. Ja. Dann komme ich mal rum. Das ist ja eine kleine Klappe, die man hier hat. Und
Du hast nochmal eine große Garage. Das heißt, hier könnte man sogar ein Falt-E-Bike reinmachen. Wenn man möchte, kriegt man auch das hier mit eingeladen. Gar keine Frage. Genau. Aber was sich natürlich auch super anbietet, ich kann auch, wenn ich möchte, ein Regalsystem mit einbauen. Ich kann Schuhe hier reinpacken, Getränkekisten. Also ich glaube, da sind der Fantasie wieder Grenzen. Keine Grenzen gesetzt, ganz klar. Ja, die Technik hier ein bisschen anders, wenn wir gleich mal zeigen. Hier vorne hast du noch ein Schlauchfach mit drin. Das geht sogar richtig weit durch. Ja, das geht insoweit durch, dass es 30, 40, 50 Zentimeter reingeht. Wenn du mal gerade mit der Hand reinfährst, also da geht fast die ganze Hand rein. Ein halber Meter würde ich sagen, den haben wir. Das ist schon tief. Also das bietet sich auch super an als Schuhfach einfach. Wird sehr oft dafür genommen, ne? Wo ich draußen die Sachen alle reinladen kann. Alles beheizt. Das heißt, genau. Hier vorne ist Elektrofach. Außen Gasanschluss übrigens. Also hier kann ich einen Grill anschließen. Und das ist der Ladebooster, der kommt gleich mit, der während der Fahrt über den Generator des Fahrzeuges die Batterie auflädt. Genau, und wir haben die ganze Elektronik wieder an einem Punkt im Fahrzeug verbaut. Das heißt, ich habe hier eine gute Übersicht, habe die Sicherungsautomaten und das finde ich auch mal persönlich sehr gut. Das ist eigentlich wie zu Hause beim Einfamilienhaus, wenn man so will. Ne? Es ist auch genauso unkompliziert. Das heißt, also wenn mal irgendwas sein sollte, ich hatte letztes Mal tatsächlich 2-3 Tempos im Klo und dann ist da die Sicherung rausgeflogen. Da habe ich dann angerufen, habe gemeint, auf schönstem Fränkisch, normal fliegt die nicht raus. Was hast du denn da reingemacht? Weil wir sind per Du mit dem Service. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, waren nur Nein, du sollst doch keine Tempos reinmachen. Ja, weißt du? Und da hat er mir sofort die Sicherung erklärt. Soll ich dir zeigen, wo sie ist? Wenn ja, wenn du mal gerade dabei bist. Also, lösen wir jetzt auf. Also wenn du hier aufmachst, ist da hinten eine graue Abdeckung. Siehst du die? Diese hier? Ja, genau. Und da sind kleine Sicherungen drin. 10 Ampere und 3 Ampere. Ja, genau. Und da sind auf jeden Fall im ganzen Auto sind Sicherungen drin. Und der sagt dir auf den Kopf genau, wo die Sicherung in welchem Auto drin ist. Das ist wirklich sensationell. Also ja, das ist der Service. Und die sind, ich weiß nicht, 24 Stunden, aber sie sind auch am Wochenende erreichbar und so weiter. Wenn mal irgendwas ist, was ganz oft vorkommt oder früher mal öfter vorkam, ist, dass die Markise hat vergessen, wo sie war. So, da hat die nicht mehr richtig reingefahren. Und dann erklärt ihr die auch nochmal zum 744. Mal, wie man die resettet. Kann man aber auch im Internet nachgucken, gibt es über Videos. Heutzutage ist das sehr gut gestreut, da es eine große Community gibt und wenn man auch Fragen hat, kriegt man auch schon vieles heutzutage rausgegoogelt, ganz klar. Ja, die Markise ist nicht freistehend, das heißt, also die ist zwar elektrisch, sie fährt auch raus, genau. Aber sie ist nicht freistehend. Da gibt es einen Tipp von dir, wie sollte man da vorgehen? Also ich würde sie Stück für Stück ausfahren und später die Markisenhalter schon mal abstützen und sie dann ganz ausfahren, damit man nicht die gesamte Last voll auf der Markise drauf hat. Manch einer macht es auch anders, auch das geht, aber ich würde es so nicht empfehlen. Was wir aber immer gut als guten Tipp haben für die Befestigung, gibt es die Multi-Anker zum Beispiel, damit hält die Markise auch wunderbar am Fahrzeug, sodass ich nicht in den Boden noch irgendwelche... Manchmal geht das gar nicht, Kroatien, da kriegst du gar nicht rein. Und also das kriegt man gar keinen Grip, da hätte ich auch gar keine Lust zu. Ich mache das immer gern für Faule. Ja, du bist 27 Jahre alt, hast schon einen 11-jährigen Sohn. 24, das war... 34, oder? 34. 34 Jahre alt. Du bist gelernter Automobilkaufmann, hast selber Family, campst gerne. Wenn du mal gerade hier drauf drückst, dann wirst du sehen, eine Hubstützenanlage, das ist was ganz Feines und die ist hier verbaut von dem Markenhersteller. Schauen wir mal eben, dass wir den Strom hier einschalten. Warte, ich mach mal gerade. Ja, könnte sein, dass der nicht aktiviert ist. Nee, genau, wir haben das Zentralpanel deaktiviert, ja. Mach mal bitte. Und da gibt es eine Hubstützenanlage und die nivelliert dieses Fahrzeug hier bis größte Höhenunterschiede, sogar automatisiert. Und wenn es nämlich ein Luftfahrwerk hat, das hat es nämlich hinten, kann man das sogar vorab absenken, dann hat die Hubstützenanlage ein bisschen einfacher. So, jetzt sollen wir nochmal schauen. Es bootet. Es kann sein, dass hier die Sicherung draußen ist. Also je nachdem, was wir haben, haben wir das schon öfter mal gehabt hier im Betrieb, dass es nicht aktiviert ist. Ich habe gerade jetzt auch erst den angemacht. Wechselrichter eingeschaltet auf Dauerbetrieb. Ich liebe Live-Sendungen, das ist so herrlich. Früher, ich komme ja aus dem Radio, weißt du das überhaupt? Du kommst ja alles live. Da kannst du dir auch nicht aussuchen, welcher Anrufer gerade in der Leitung ist. Nee, ne? Du musst auf alles reagieren, ja. Das ist der Vorteil. Sag mal, wir haben gestern das erste Mal gedreht. Ja. Wir haben gestern das erste Mal. Ich drehe mit dir so, als würde ich seit 100 Jahren. Ja, also wir gucken hier gleich mal drauf. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Werbung und gucken mal innen drin weiter. Und das schauen wir uns gleich mal an, ob wir
noch irgendwas zuschalten müssen. Sven, du kennst dich hier auch aus, aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, ich kriege ja jetzt einen 94L, glaube ich, kriege ich jetzt. Das wäre das gleiche Fahrzeug wie dieser? Ich kriege einen 94L, genau. Das ist genau der. Und der hat nämlich diesen Durchgang hier und das ist diese Entkopplung. Hier kannst du übrigens zumachen und ihr könnt in der Werkstatt, das ist was ganz Besonderes, habe ich nämlich nachgefragt, ein abschließbares Sicherheitsschloss dort noch integrieren, sodass du hier vorne sogar komplett zumachen kannst. Dass du also von innen über das Fahrerhaus nicht reinkommst, was du innen verriegeln kannst. Das ist wichtig, wenn du das Fahrzeug mal verschiffen solltest nach Amerika. Da fährt man oft nicht selber auf die Fähre. Dann hast du vorne einen großen Alkovenbereich. Genau, wir haben hier wirklich ein sehr schönes, großes Bett an Bord. Und was ist hier nochmal der große Vorteil? Viele kennen Alkoven. Ich habe 50 cm Platz zum Dachhimmel. Das ist hier also alles ganz anders. Ich habe hier unwahrscheinlich eine gute Höhe mit an Bord, eine schöne Liegefläche. Hier kann ich auch mit zwei erwachsenen Menschen super gut schlafen, habe auch eine tolle Durchlüftung. Wir haben auf der rechten und auf der linken Seite jeweils die Ausstellfenster. Ich habe oben nochmal das Dachfenster mit an Bord und ich kann auch... Weißt du, was ich cool finde beim Alkoven? Ja. Für Leute, die ein bisschen ängstlicher sind, ja. Das Coole ist, die Fenster sind so hoch in Verbindung mit dem Dachfenster. Nee, da kommt keiner rein. Also da brauchst du eine Leiter erstmal dran stellen und wenn du da auf Lüftungsposition gehst. Eine schöne Besonderheit hier bei dem Fahrzeug ist, dass du zwei komplett vollwertige große Betten hast. Also das ist ja normalerweise ist ein Bett immer benachteiligt und hierbei schläft der hinten eigentlich so gut wie vorne und du hast auch hier so ein ganz heimeliges Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Genau. Das ist so ein bisschen wie im Schullandheim. Super gemütlich und auch die Betten sind ja von der Qualität. Wir haben dieses Tellerfedersystem mit an Bord und wir haben hier oben auch die Möglichkeit, eine eigene Klimazone nochmal einzustellen über die alte Steuerung, wo wir das nochmal separat auch temperieren können. Also auch das ist eine super tolle Geschichte. Also das Raumgefühl... Ist ja auch nicht dunkel hier drin. Also ich hatte ja vorher das Gefühl, dass du irgendwie da einen Nachteil hast, dass vielleicht vorne der Alkoven, da fehlen Fenster und so. Das Gefühl habe ich gar nicht. Nein, also wir haben die große Dachluke mit an Bord. Wir haben auch überall große Fenster, die natürlich auch von der Höhe schön hoch sitzen. Das heißt, auch hier... wird es schon schwierig, wenn jemand mit 1,80 Meter lang geht, der kann hier nicht reinschauen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, dass man eine gewisse Privatsphäre an Bord hat. Ja, und wir haben halt auch hier das Thema, es gibt gar keinen Umbau. Beim Fahrzeug mit vier Schlafplätzen, wenn ich einen integrierten habe, habe ich ja meist vorne das Hubbett, was ich runterfahren kann oder in der Mitte. Da muss ich immer irgendwas umbauen. Hier habe ich es einfach so, dass ich die festen Sitzplätze habe. Und ja, dafür ist es auch gerade gut geeignet für zum Beispiel Familien, dass sich die Kinder ein eigenes Reich machen können und können auch oben spielen, wenn hier gekocht wird oder gesessen wird und gearbeitet wird. Oder das Fahrzeug ist ein Raumwunder. Es ist wirklich so. Also wenn du von außen schaust, es ist im Vergleich zum Vollintegrierten kein Nachteil. Du hast das gleiche Raumgefühl, nur mit dem Unterschied, dass du vorne nicht die Panoramafenster hast. Du hast hinten, gibt es das gleiche Auto, übrigens auch mit einer Rundsitzgruppe. Das hier ist jetzt, ich denke mal so, der Weltmeister in Sachen maximale Leute mitnehmen, auch toll für Winter- und Sommerurlaub. Eigentlich ein richtiges Apartment. Das ist hier der Alleskönner. Das Fahrzeug mit der Rundsitzgruppe haben wir auch im Zulauf. Das wird im Juni auch bei uns in etwa eintreffen. Hat dann allerdings zwei Schlafplätze an Bord. Also ist dann wieder eine andere Zielgruppe. Das sind die Leute mit Rundsitzgruppenblick. Ja. Also das ist eine eigene Zielgruppe, die da ist. Hier würde ich sagen, hier hast du eine Dreizimmerküche-Bad. Also wenn du vorne mal siehst, zwei Schlafzimmer. Du hast ein Wohnzimmer mit drin, ein Esszimmer mit drin und hast hier dann nochmal ein riesengroßes Doppelbett. Ja, das ist also eine riesen Liegewiese. Auch hier kann ich wieder separat die Temperatur steuern, was ich auch persönlich sehr schön finde. Du hast hier die Möglichkeit, das nochmal zu verschließen und hast innenlaufende Schiebetüren, finde ich super schick. Das Ganze ist nochmal auf der Badseite mit dem Spiegel abgesetzt. Ich finde den Durchgang auch sehr groß. Das ist natürlich, wenn du Liegewiese hast, du hast ein anderes Bad zum Beispiel, dann ist der Durchgang nicht so breit. Der hier ist so breit und auch der Einstieg, also der ist so, dass du eigentlich die Stufe gar nicht brauchst, sondern also, du kannst einfach hoch. Genau. Also es ist super gut nutzbar und man liegt auch sehr schön und kann auch gut schlafen. Und wenn man sich mal anschaut, die so Details, wie dick so eine Matratze bei Morillo ist. Also lass das 15 cm, würde ich sagen, sein. Auch hier unter wieder die Tellerfeder. Also du hast einfach einen tollen Schlafkomfort. Wir haben hinten noch den zweiten Fernseher mit an Bord, wo ich dementsprechend nochmal separat schauen kann. Ja, die Oberschränke, dann haben wir nochmal hier das große Hiki mit an Bord, was ich auch nochmal aufstellen kann. Hiki heißt was?
Hebekippfunktion. Ja, sehr schön. Du bist einer der wenigen das Hebekippfenster, was da ist. Cool. Genau. Und das kann ich natürlich auch logisch verdunkeln oder auf den Fliegenschutz vorfahren oder einfach im Sommer im Bett liegen oder auch im Winter und rausgucken in den Himmel, in die Sterne. Das lädt dafür ein. Und ja, ich sag mal, das Elternschlafzimmer, so würde ich es jetzt hier hinten betiteln, aber man kann natürlich auch die Kinder hier hinpacken und schläft als Elternteil vorne. Das kann man machen, wie man möchte, aber für mich ist es ein schöner abgetrennter Raum nochmal. Dann hast du direkt Zugang. Beide Parteien können das Bad getrennt nutzen. Das finde ich cool. Also wenn die Tochter hier mal drin ist und sich kann sie die Mami einschläfern, hätte ich was gesagt, aber der einschließen. Absolut. Also wir kriegen das ja komplett abgeteilt, dass wir diese Tür auch nochmal schließen können. Ja. Und dann habe ich auch eine enorme akustische Entkopplung. Das heißt, wenn hinten einer schläft, hast du nicht das Problem, dass der alles mitkriegt, sondern ganz im Gegenteil. Zwei große Kleiderschränke. Zwei große Kleiderschränke haben wir mit an Bord. Aber was auch nochmal hier sehr schön ist im Badbereich gerade, das sind die vielen Staumöglichkeiten, wo ich also nochmal alles Mögliche abstellen kann, wo die Herzen bei vielen höher schlagen. Wir haben ja die indirekte Beleuchtung neben dem Spiegel. Das sind so kleine Details, die finde ich sehr, sehr schön. Was mir gut gefällt bei Morello, alles nicht so super High-End-Hotelzimmer-mäßig, sondern sehr gemütlich, eher so ein bisschen rustikale Luxus-Skihütte. Das ist eher so ein bisschen so, also alles ist nicht so, wie soll ich sagen, überdesignt. Es ist sehr langlebig vom Design her. Es ist langlebig, es ist, glaube ich, zeitlos und das ist auch das, was die Kunden sehr schätzen. Was auch ein schönes Detail ist, jetzt war ich auf der Tecma, ich bin sofort bei dir. Das ist eine Festtanktoilette aus dem Yachtbereich und das, was du jetzt gerade gezeigt hast, übrigens, damit euch nicht schlecht wird, fahre ich noch einmal ganz kurz mit der Kamera hoch. Das sind die Staumöglichkeiten hier. Hier haben wir nochmal einen Röhrenheizkörper. Das ist der ausziehbare Wasserhahn. Und der hat den Vorteil, wenn du mal eben die Haare waschen möchtest als Frau, das geht. Ja, also auch ein kleines pfiffiges Detail, was es sehr angenehm macht. Sind so Dinge. Einzige, was ich mir immer gewünscht hätte, ganz ehrlich, dass die Schränke breiter wären und dafür die Seiten weg sind. Dafür habt ihr aber eine Modifikation, ihr habt einen Heck. Man kann nämlich hier an der Seite kleine Fachböden noch einbringen. Das könnt ihr modifizieren. Und dann kann man nämlich anstelle der Handtuchhalter, die hier drin sind, nämlich noch kleine Handtücher reinmachen und die rollen. Das habe ich schon mehrfach gesehen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, sicherlich, ganz genau. Aber die Schränke selber, die sind doch riesig. Ja, und sie haben wieder Soft-Close-Funktionen. Wir haben die Griffe dementsprechend nicht in Kunststoff gehalten, sondern in ganz Aluminium poliert. Oder was haben wir? Was auch immer. Schick, langlebig. Sie sind aus Metall. Genau, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Wir sind hier langlebig unterwegs und auch die Dusche. Wir haben die Duschelemente aus Glas. Dementsprechend haben wir hier auch eine lange Langlebigkeit. Und das ist wie zu Hause. Wir haben eine Magnetleiste. Unten ist auch nochmal eine Tropfleiste mit an Bord, dass also auch die Feuchtigkeit beim Duschen in der Dusche bleibt. Ja, und hier, die kannst du komplett gut nutzen. Also es gibt ja immer diese Themen, dass Menschen sagen, Mensch, im Reisemobil duschen oder Toilette, ach, das brauche ich eigentlich nicht. Das ist eine vollwertige Dusche wie zu Hause. Das ist eine Dusche. Also ich dusche doch lieber hier als im Duschhaus. 300 Liter Wasser meistens. Ihr könnt ja nochmal nachgucken, entweder 250 oder 300 Liter. Da kommst du lange mit durch. Ja. Was aber auch richtig toll ist, ist die Heizung. Also diese Fußbodenheizung in Verbindung mit der Heizung, der Heizleistung von den Wänden, eben nicht durch Lüftungsauslässe, sondern das ganze Wohnmobil wird aktiv erwärmt. Die Materialien werden erwärmt. Alles strahlt, richtige Strahlungsenergie, die hier rauskommt. Und das lieben die Leute. Die Warmwasserheizung bietet viele Vorteile gegenüber der warmen Luftheizung. Sie braucht natürlich einen kleinen Tucken länger, vielleicht zum Aufheizen, weil die Wärme ja von außen nach innen geht und die Radiatoren quasi ums ganze Fahrzeug im Äußeren herumlaufen. Und dadurch habe ich aber später den viel höheren und schöneren Effekt. Für mich ist der Haupteffekt der Warmwasserheizung, dass es so gut wie geräuschlos ist, denn die warmen Luftheizungen pustet ja immer wie ein Föhn. Naja, also ich muss sagen, die Truma ist schon sehr leise, aber es ist ein deutlicher Unterschied. Gerade für Leute, die
geplagt sind mit Allergien. Das ist auch oft ein Problem, dass da der Staub nochmal sehr aktiv aufgewirbelt wird. Hier hast du das nicht so stark, auf keinen Fall. Absolut. Also es ist, ich denke, es ist eine Wärme wie zu Hause, also eher Strahlungswärme als irgendwie Lufterwärmung. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Aber es hat seinen Preis, aber es ist ein House of Räder. Es gibt leider die DIN, ich glaube, 61435, die es untersagt, in solchen Fahrzeugen fest zu wohnen, oder? Wenn du mich so fragst, dann kann ich jetzt eigentlich nur mit Ja antworten, aber ich kann es ja nicht genau sagen. Also nee, stimmt nicht. War Spaß. Also viele wohnen fest in dem Auto hier. Die fahren nach Spanien ein halbes Jahr. Die Menschen gibt es, aber auf Campingplätzen zum Beispiel dauerhaft zu wohnen, ist ja auch immer ein Länderthema. Oder in Spanien interessiert das keinen. In Spanien, glaube ich, interessiert das keinen, aber es gibt tatsächlich viele, die nutzen so ein Auto und wohnen hier drin oder nutzen es für ein, zwei Jahre zum Reisen. Alles. Also das hier Auto ist ausgelegt, 365 Tage im Jahr, das darf man auch. Also es gibt ja viele Wohnwagen, die sind dafür per se mal nicht ausgelegt, das kann man tun. Aber viele Dinge sind natürlich hier in Campingausführungen, aber das ist alles so gebaut, dass du das eigentlich tagtäglich nutzen kannst und Leute tun das auch. Das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Es ist also kein Freizeitfahrzeug zur Benutzung an 4 Wochen im Jahr. Nein, Morello baut eine hohe Langlebigkeit und auch eine hohe Produktqualität und das spiegelt sich in allen Bereichen in diesem Fahrzeug hier wieder. Das, Kleiderschränke. Wer reist, will auch was mitnehmen. Das ist hier möglich. 2 große Kleiderschränke mit drin. Genau, sie sind beleuchtet. Wir haben Kleiderstangen. Wir können die Böden komplett verstellen. Also je nachdem, was man an Kleidung mitnimmt, kann ich das hier gut beladen. An den Stauraum, so viel Klamotten kann man gar nicht mitnehmen, wie man hier reinbekommt. Wir haben hier die ganzen Oberschränke noch mit an Bord. Wir haben die Kleiderschränke. Also das ist schon enorm. Und wer möchte, kann sich auch noch eine Waschmaschine bei uns einbauen lassen in so einem Fahrzeug. Dann brauche ich auch nicht mehr ganz so viel einpacken und kann häufiger wechseln und waschen und bin dann nicht auf Campingplätze angewiesen. So, daneben ist noch ein Kleiderschrank. Genau. Weil wir ja die Länge haben hier in dem Fahrzeug. Auch und hier unwahrscheinlich viel Platz, wo wir alles unterbekommen, also der Kleiderschrank nochmal gespiegelt. Aber natürlich könnte ich ihn auch zweckentfremden, wenn ich jetzt sage, ich nehme ihn noch mit als Küchenschrank oder als... Ja, also meistens ist es so, wenn man Platz hat, dann nutzt man ihn auch. Ja, das ist gut oder schlecht. Das muss jeder für sich selbst bewerten, genau. Ja, denn Thema Zuladung ist natürlich eine Geschichte, da muss man verantwortungsvoll mit umgehen, Achslasten bitte auch beachten. Ich habe hier ein großes Fahrzeug, trotzdem irgendwann ist immer alles erreicht. Aber hier habe ich natürlich viel mehr Zuladung als bei einem kleinen Fahrzeug. Aber ich habe ein großes Fahrzeug. Wie war denn das bei dir, als du das erste Mal ein größeres Fahrzeug gefahren bist? Hattest du da Ehrfurcht? Weil du kommst ja eigentlich aus dem Kfz-Handel. Bist dann mal in so ein großes Reisemobil. Was war das längste, was du gefahren hast bisher? Das muss ich gerade selber überlegen. 10 Meter? 10 Meter würde ich jetzt sagen, ja. Also ich glaube, wenn man was Neues fährt, dann hat man da mehr Respekt vor. Aber keine Angst oder ähnliches. Also ich bin dort... Nicht ängstlich, aber man fährt erstmal vorsichtig und fährt sich ein. Ich glaube, das ist so, wenn man etwas hat, was einem vielleicht auch nicht selbst gehört. Und dann geht man da anders mit um, als wenn man sein eigenes hat in dem Zuge. Weil man das kennt, man muss sich erstmal einfahren, ein paar Kilometer, um das alles abzuschätzen. Aber im Endeffekt lässt sich so ein Fahrzeug ja genauso fahren wie jedes andere Reisemobil auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch nochmal ein großer Vorteil ist. Also der Fahrkomfort, die Luftfederung ist ja zum Beispiel auch in der Hinterachse. Das ist ja alles... Diese Fahrzeuge auch mit der Zwillingsbereifung, die liegen auf der Straße, das ist wirklich super. Und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat und weiß, worauf man achtet, dann klappt das hier ohne Probleme. Die Küche ist XL, genau die Küche habe ich im Moment auch. Hier vorne ist das Mülltrennsystem in der Mitte, das wirklich klasse ist. Aber eine Besonderheit ist dieses kleine Fach hier. Guck mal hier, hier kannst du ganz große Flaschen drin lagern und kannst die hier vorne reinstellen. Das mache ich immer. Das gleiche hast du an der Seite nochmal. Dann hast du hier noch ein kleines Geheimfach. Zieh das mal bitte raus. Ja. Da kannst du auch noch mal Sachen reinmachen. Und eine Besonderheit ist natürlich die Applikation der Fernbedienungen in dem speziellen Fernbedienungsfach. So kann man das auch nennen. Aber man könnte es auch einfach als Besteckfach nehmen. Wir packen hier immer die Fernbedienungen rein, dann wissen wir, wo sie verfügbar sind. Du weißt, was ich mit den Fernbedienungen mache? Erzähl, mit Klettband fest. Ich klette die und zwar genau hier. Klette ich die fest. Sieht zwar nicht so schön aus, aber der Vorteil ist, da sind sie genau an der Stelle, wo sie nicht stören. Und du kannst jederzeit darauf zugreifen. Das ist also bei mir, ich mache die mal doppelseitig mit Klett, das kann man jederzeit entfernen. Und auf dem Glas, da bleibt auch nichts hängen. Weißt du? Das ist kann ich mit dem Ceranfeldschaber wunderbar wieder runterkriegen. Also, absolut. So. Und dann hast du zwei Spülbecken.
Und was hier wieder sehr schön ist, dass die gesamte Küchenarbeitsplatte aus diesem Mineralwerkstoff ist und sie ist komplett durchgehend. Also das kennt man ja von den Küchen zu Haus. Ist einfach für mich so ein Qualitätsmerkmal und es sieht super aus, es fasst sich gut an und ich würde es immer mitbestellen, die Küchenarbeitsplatte im Mineralwerkstoff, einfach weil es viel, viel wertiger ist. Ja, das ist ein Composite-Material, was sehr kratzfest und hart ist und wird auch im Yachtbau verwendet, extrem oft. Hier hast du ein Dreiflammen-Kochfeld. Ich liebe dieses Kochfeld, denn es hat so viel Platz, dass du alle Töpfe draufkriegst. Also drei Flammen braucht man zwar nicht, aber du hast so viel Platz, dass du auch große Töpfe mal draufkriegst. Ein Bräter oder so, wenn du die Weihnachtsgans mal machen willst. Oder die in Spanien. Genau, also ich glaube auch Hobbyköche kommen hier auf ihre Kosten, ganz klar. Dann, last but not least, guck mal hier oben. Du hast eine Inverter-Klimaanlage von Dometic, Doppelkolben. Das ist eine Besonderheit, die geht nicht mehr an und aus. Hast du gewusst? Das ist ein Riesenvorteil, vor allen Dingen, was die Geräuschkulisse angeht. Da diese Klimaanlage also variomatisch sich hoch und runter fährt und dementsprechend die Kühlleistung reguliert und man dieses typische, naja, ich will jetzt nicht sagen schlagen, aber sie läuft bedeutend ruhiger und hat einen riesen Produktvorteil. Also das ist ein großer Sprung und auch die Kühlleistung ist sehr gut. Ja, also man kann damit heizen. Ich habe ein Video gemacht, etwa 3 Ampere bei 230 Volt. Kannst das ganze Auto mit heizen in der Zwischenzeit. Sollte dann jemals das Thema Alde, weil ich habe ja mehrere Heizsysteme, die ich einschalten kann. Besonders interessant ist das, wenn ich mal schnell Stoß heizen will morgens. Das heißt, die Alde hat ja eine gewisse Latenz. Also genau. Ich will jetzt, habe die auf 19 Grad runter, will es schön warm haben, dann schalte ich einfach mal ein bisschen dazu und kann mit gerade mal 3 Ampere als Wärmepumpe, die sehr effizient ist, dann das ganze Auto mit beheizen. Magst du mal das Polster zeigen? Man kann ja hier zubauen, dass wir das einmal sehen, weil das Ganze kann man hier schließen und da ist jetzt ein Loch drin und viele gehen hin und benutzen das Loch gar nicht, sondern bauen das zu und dann hat man hier nämlich 2 Polster und diese Polster hier kann man ablegen. Das Brett, weiß ich jetzt aber nicht, wo es ist. Wir schauen mal. Ist nicht so schlimm. Du kannst ja andeuten. Deuten das an. Das wird sich hier gerade im Fahrzeug befinden. Also das ist die Rückenlehne. Nee, das ist das Sitzteilchen. Sitzpolster. So, genau. Wir tun jetzt mal so, bitte nicht hinsetzen. Sonst bist du einen Stockwerk tiefer. Und so ist das dann später komplett geschlossen, sodass ich eine richtige Rundsitzgruppe oder eine fast Rundsitzgruppe habe. Genau, wir haben hier fast eine Rundsitzgruppe. Das heißt, auch wenn schlechtes Wetter ist und Besuch kommt, dann weiß man eigentlich schon, wo die Partys auf dem Campingplatz steigen werden. Denn hier habe ich eine richtig schöne, kuschelige Gruppe und auch den Tisch. Kann ich in dem Zuge ja nochmal verlängern, sodass ich wirklich mit mehreren Leuten, also ja, 6 Leute, dürfte überhaupt gar kein Thema sein. Und mit denen kann ich hier ganz wunderbar und gemütlich sitzen und den Abend verbringen. So, da ist er. 299.900 Euro. Du hast viele Extras hier mit drin. Das will ich euch nochmal zeigen. Wir haben ja hier auch nochmal die Stauffächer. Eins habe ich hier nochmal, wo ich zum Beispiel für die Schlafgäste, die oben schlafen, nochmal ihre Sachen reinpacken können. Und auf der anderen Seite haben wir das schöne Detail, dass wir die gesamten Gläser, also wir reden jetzt hier von Echtglas, komplett passgenau und sicher verstauen kann und sie haben ihren Platz und es sieht auch noch cool aus. Also ich brauche nicht dieses teure Silvi-System. Bräuchte man hier nicht, genau. Es ist einfach ein schönes Detail. Sehr schön. Das Ganze handwerklich ordentlich ausgefertigt. Wir haben ein Werksvideo gedreht, wie das Ganze gebaut wird, sogar 2 Stück. Da kann man sehen, also dass die wirklich zwar am Fließband bauen, aber es bewegt sich nicht permanent, sondern es hat auf dem Fließband Stationen, wo die vorgeschoben werden. Und es gibt in den Takten, glaube ich, immer 2-mal kleine Fahrzeuge, ein großes Fahrzeug und so weiter. Die laufen alle vom selben Band. Das heißt also auch die Millionen-Euro-Fahrzeuge bei Morelo, die es, glaube ich, noch nicht gibt. Also weil Morelo immer noch ein sehr preisbewusster Hersteller ist. Das stimmt. Und es ist so, dass alle Fahrzeuge ja von einem Band kommen, anders als in der Autoindustrie. Und das ist auch so ein Punkt, weil ja viele Komponenten immer wieder verbaut werden. Also viele Systeme, die wir hier drin haben, haben wir im ganz Großen und auch im ganz Kleinen mit an Bord. Also die Morelo-DNA zieht sich komplett von vorn bis hinten durch.
Ja, Charge. Hier sieht man das sehr, sehr schön. Wir haben eine Solaranlage an Bord. Ja. Wenn du mal gerade die aktivierst, die Fernanzeige. Wir haben 4x130 Watt auf dem Dach aktuell und ja, bekommen jetzt gerade 362. Nee, das ist die Gesamtleistung gewesen, die sie bereits erzeugt hat. Moment. Aber wir nach dem letzten Reset 3,4 Ampere kommen rein. So. Ich habe gerade das Display bekommen, deswegen habe ich das gut erwähnt. Aber es wäre so geil gewesen, wenn das 340 Ampere gerade reinziehen würde. Aber ich könnte wetten, nee, wenn, das, werden wir wenn wir ableben werden, irgendwann mal im Jahr 2078, dann wird das so sein. Das könnte gut sein. Die Technik geht ja immer weiter. Aber 4x130 Watt haben wir oben auf dem Dach drauf. Ja. Ja. Und wir haben Power wie zu Hause, das ist richtig cool. Jetzt habe ich noch 61%. Bei normaler Nutzung kommt man mit zwei Batterien bis zu 3 Tage weit, ohne dass die Sonne scheint und man steht. Also das ist so meine Erfahrung. Wenn man auch viel Fernsehen guckt und so, wenn man sich einschränkt, ganze Woche. Ja, also und wenn die Sonne scheint im Sommer und die Solaranlage lädt permanent nach, dann ist das eigentlich, also das kriegt man gut hin, ohne dass man sich groß dann einschränkt. Ja, wenn du mal so nett bist, du kennst ja das Power Limit hier, das kann man einstellen mit dem Drehregler und hier kann man ganz klar definieren, wie stark die Leistung ist. So geht's aus. Info Control, was da ist, das ist die Dauerleistung, die du gleich anwählst. Genau. Dauerbetrieb und dann kannst du hier über diesen Drehregler, kannst du die Ampere einstellen. Im Moment haben wir, wie viel Ampere haben wir? Also wir sind ja jetzt Ladeleistung am Feststrom mit an Bord. Ja. Wobei hinten an dem Regler. Der Schalter war umgelegt, gell? Genau. Ja, genau. Also hinten am Regler ist der Schalter umgelegt, aber ansonsten könnten wir hier nochmal regeln, mit wie viel Ampere wir laden wollen. Ich zeig das mal gerade. Also hinten am Regler hast du einen Laderegler. Jetzt gibt es ja Campingplätze, gerne in Italien, aber mittlerweile sind die Deutschen auch schon auf den Trigger gekommen, dass die Sicherungen auf 3 Ampere machen und so weiter. Und dann kann man hier direkt einstellen. Der ist nicht umgelegt, aber hier kannst du 3 und 6 Ampere einstellen. So sieht es aus. Damit mir nicht auf dem Campingplatz die Sicherung rausknallt und ich dementsprechend die maximale Funktionen oder Arbeitsweise generiere. Und das Coole ist, selbst mit den 3 Ampere kann ich sogar die Klimaanlage abends betreiben, weil ich tagsüber immer voll mit 3 Ampere auflade und abends ziehe ich mir aus den Batterien die volle Leistung wieder raus. Also der Campingplatz hat bei uns verloren. Das stimmt, der wird permanent gemolken in dem Zuge, aber wenn man sich anguckt, auch was die Campingplätze aktuell kosten, dann... Dann auch passt das schon wieder. Außerdem wird der Strom wird wieder billiger. Hier steht er. 299.900 Euro zusammen mit Christian. Und Christian, weißt du was? Demnächst werde ich immer ruhiger werden. Ich starte einfach die Kamera, komm mit und du erklärst die ganzen Fahrt, hast du toll gemacht. Ja, vielen Dank, Mensch. Sehr, sehr gerne. So, was ist der Haken? Also das Einzige, was noch gemacht wird, das kann man ganz klar sagen. Er hatte mit einem Ast mal ein bisschen Feinkontakt. Das kann man hier sehen. Das kann man rauspolieren. Ja. Das ist alles polierbar. Und das wird auch nochmal aufgearbeitet. Also es kann sein, dass hier mal ein kleiner Ast mal vorbeiging. Das sind aber jetzt alles Dinge, die auf dem Dekormuster mit drauf sind und die man rauspolieren kann. Also an der Stelle ist ja das Dekor auch extra dazu da. Das Wichtigste ist ja in so einem Fall, dass die Außenhaut nicht beschädigt ist, also sprich, dass dass die Wand vom Aufbau her nicht keine Kratzer tief hat oder verbogen ist. Das ist hier nicht der Fall und solche kleinen Spuren bleiben nicht aus. Aber klar, wenn so ein Fahrzeug bei uns am Hof geht, dann kümmern wir uns darum, dass das Auto natürlich im Picobello, genau, im super Zustand den Irgendwas musste ich ja jetzt noch finden, was ganz schlimm ist. Aber ganz ehrlich, es wird der Tag kommen, wenn der Pinienhain kommt und du den trotzdem erwischst. Ja, das ist gerade in Italien und Spanien, bleibt das nicht aus. Das sind, man versucht das immer zu vermeiden, ganz klar. Aber ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Das geht so schnell. Aber das sind alles Gott sei Dank Themen, die wir jederzeit immer beheben können. Und auch die Fenster sind sehr strapaziös. Und auch da kann ich, wenn es mal hart auf hart kommt, polieren. Und, auch das Austauschen kostet nicht die Welt. Also gerade jetzt bei den Seitsfenstern mal ein neues Fensterchen reinsetzen, das ist also kein Grund, die jetzt gegen Echtglas zu tauschen. So, was machst du jetzt im Anschluss? Ich habe jetzt gleich noch eine Besprechung mit unseren Führungskräften und ich denke, wir sehen später noch, oder? Ja, 299.900 Euro. Wir sind bei Ferger und Wels. Heute ist der 15. März. Dieses Auto ist sofort verfügbar. Ein Palace Alkoven 94L. Wer sich auskennt, 299.900. Du hast mal ins Netz geguckt. Er riecht übrigens überhaupt das nicht. Das wäre noch meine Frage an dich gewesen. Gar nicht, null. Genau, das ist so. Also da achten wir auch wirklich sehr drauf. Es riecht nach Leder. Ja, es ist einfach der normale Geruch. Das ist auch wichtig, denn... Der riecht komplett neu, also ganz sauber, gar kein Thema. Und ihr könnt selber die Nase reinstecken hier bei euch in Bissendorf, in der Nähe von Osnabrück. Viele Leute kommen aus ganz Europa zu euch. Ihr seid ein ganz großer Morillo-Händler.
Ich denke doch, auf jeden Fall. Also gern kommen viele Leute zu uns und auch das Thema Morello wird ja ganz klar gelebt und ja, wir haben alles dafür ausgelegt, haben auch viele Fahrzeuge im Bestand und ich kann jeden herzlich dazu einladen, kommt vorbei, bitte macht vorher einen Termin, denn manchmal gibt es Tage, da fahren hier ganze Busse vor und das ist immer schade, denn ja, wir können die Peaks nicht immer alle abfahren. Full LED übrigens noch, ja, so kleines Abstandstempomat, alles mit drin. Tschüss, Christian, ciao. Ciao Sven, ciao.